Ach, verflucht, willkommen zurück. Zu White Knight. Der Tod kam schnell und unerwartet in der letzten Folge. Wir starten jetzt wieder hier im Esszimmer. Ja, beim Speichersessel. Ich mach mal gleich Licht an und dann gehen wir in den gar nicht gruseligen... Nee, nicht da. Mist. Okay, warum habe ich denn hier Licht angemacht? Egal. Weil das egal ist, das streichert sowieso. Man hat relativ viele, ja. Wahrscheinlich wird aktuell das später noch ganz knapp. Wie war Rennen mit X, ne? Ja. Ja. Sieht ja auch sehr elegant aus, wie er rennt. Finde ich überhaupt nicht gruselig. Geht's ja, oh, die Tür geht auch auf. Die andere Tür geht auch. Ich gehe erstmal in die andere Tür. Was ist denn hier hinter dieser Tür? Direkt tot. Das ist ein Lichtschalter. Yes! Speichersessel! Aber erstmal gucke ich mich um, bevor ich speichere. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Was war darin, das versteckt werden musste? Ist doch nur ein Schrank. Nee, Bücher? What the fuck? Kleidung? Keine Ahnung, ja. So, hier ist noch ein Schrank. Notenblätter. Also wahrscheinlich von dem Mann. Ne? Der hat ja Klavier gespielt. Die liegen scheinbar davor. Ja. Vielleicht hat sie die rausgerissen, weil sie irgendwie gehasst hat, wie er so viel Musik gemacht hat. Ja. Weil Musik Gott nicht zu Diensten ist oder so, keine Ahnung. Was ist hier? Eine Kiste? Nee. Auge. Ich sah mich um. Oh, guck mal jetzt hier. Guck mal, jetzt umschauen. Krass. Auf der Kiste war ein esoterisches Symbol zu sehen. Das hatten wir ja an der Tür an derselben schon mal. Ja. Die Kiste war verschlossen. Es gab eine kleine Öffnung für einen Schlüssel. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Und dann werden wir alle Geheimnisse der Welt lösen. Nein. Dieser Welt zumindest. Okay. Gucken wir mal weiter. Was ist denn hier noch alles? Was ist der Speichersessel? Wir gucken erstmal ohne Licht. Oh. Ist doch direkt neben dem Licht. Vollgekritzelter Globus. Okay. Wollte da jemand irgendwo hinreisen oder nicht hinreisen oder was auch immer? Ein Geruch, kalter Tabak, frisch genug, um den Raum zu erfüllen. Das macht mich alles nicht so an, ehrlich gesagt. Nee, das ist... Das leerstehendes Haus zu verkaufen, lange keiner da und dann ist da überall Spuren von Leben. Dem Klavier war da noch was? Das sah so nach Zettel aus. Ja. Nicht vergessen, Sessel. Ich bin so müde, Vater. Vater hat bei Quincy mehrere Ledersessel bestellt. Sie sind perfekt. Sie gehören zu den wenigen Plätzen, an denen ich ruhen und denken kann. Margaret kommt ihnen nicht zu nahe, aber ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht, weil sie das Zeichen der Sonne tragen, die sie blind gemacht hat. Oh, sie ist blind. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur froh, dass sie hier sind. Ich danke dir, Vater. Ja, das heißt, sie sieht uns nicht, aber sie wird uns hören, wenn wir Krach machen. Okay, also sollten wir stehen bleiben, wenn wir sie sehen. Ja, es sei denn, sie bewegt uns sich auf uns zu schon. Aber dann können wir ja nicht weglaufen. Ach so, und in die Sonne kann sie vielleicht, also ins Licht kann sie vielleicht nicht, ne? Debussy, Claire de Lune. Schönes Lied. Okay, dann... Aber zumindest die Sessel kann sie nicht, darum sind das Speichersessel. Ja. Aber du kannst doch den Rest nicht noch mal kurz, solange du noch Licht hast, oder? Ja. Da wird jetzt schon nichts Schlimmes sein. Ach, come on. Oh, da steht so ein Musikspieler, da ist es bestimmt alles ganz furchtbar. Kannst du bestimmt gleich anmachen. Und hier sind noch Streichhölzer vorne. Ja, jetzt glitschst du erstmal an der... Ja, ich wollte an der Wand lang. Oh, hallo. Okay. Sie ist voll am Singen. After all, from all those weird things I had seen that night, she was the only one who hadn't tried to kill me, actually. She didn't even seem to see me. She was waiting for something. But what? Ja, die Frage ist halt wirklich, es scheint hier zwei Frauen eine Rolle zu spielen. Ja. Ne? Also diese junge Frau da irgendwie und diese Margaret, diese alte Furie. Selina, achso, das ist dann die Selina, wahrscheinlich die junge. Hm. Liebster William. W plus S, ne? Ah, ja, klar, die Freundin von William vielleicht. Oder ja. So. Du wolltest mehr über mich erfahren, aber ich habe dir beim letzten Mal nicht alles gesagt. Dieser Brief wird das nachholen. Als ich 1930 in Kalifornien eintreffe, bin ich erst 18 Jahre alt. Das ist ein wunderbarer Ort und das Wetter ist so schön. Ich bin stundenlang am Strand und staune darüber, wie braun meine norwegische Haut werden kann. Aha, Norwegen, hübsch. Blond wahrscheinlich, groß. Die Abende verbringe ich in der Nähe der Jazzclubs.
Nachmittags sehe ich Menschen beim Spielen am Strand zu und somit die Melodien, die ich am Abend zuvor gehört habe. Manchmal versuche ich, die Wellen zu übertönen. Das ist eine gute Übung. Mein Englisch wird immer besser durch die amerikanischen Lieder, die ich schon in Oslo kannte. Zu diesem Zeitpunkt ist mir das soziale Elend kaum bewusst, dass sein Land auffrisst. Wer sagt denn sowas? Sie spricht ein bisschen so wie ein Romanautor oder so. Ja, ne? Aber wer sagt denn das? Zu diesem Zeitpunkt ist mir das kaum bewusst. Ja. Aber es ist mir offensichtlich bewusst genug, dass ich es in einen Brief schreibe. Richtig. Ich bin jung, ich will schön sein, Menschen in meinem Alter kennenlernen und singen. Im Spice Club in Los Angeles lerne ich die Mitglieder einer Jazzband kennen. Sie sind talentiert und lustig. Ich werde ihr Groupie. Oh ja. Wir spielen die ganze Nacht. Ich vergesse die Uhrzeit und meine Eltern. Die rufen sogar die Polizei. Als die Nacht vorbei ist, sagen mir die Musiker, dass sie eine Sängerin suchen und mich in ihrer Band wollen. Ich kann es kaum glauben. Hattest du schon mal das Gefühl, endlich angekommen zu sein? Es fühlt sich fantastisch an. Also der Satz in der Mitte war kompletter Schwachsinn. Also jetzt mal ehrlich. Das schreibt doch wirklich keiner sowas. Ich nehme mal noch ein paar Streichhölzer mit. Ja. Wupp. Voll. Wir haben auch immer noch nicht gespeichert, ne? Ja. Du hast gesagt, ich soll mir erst den restlichen Raum angucken. Ich wusste nicht, dass dann da hinten irgendwas Böses kommt. Margarets Tagebuch. Nein, das war ja Celine, die ist ja nett. Ja, es ist trotzdem böse. Es ist Frühling und der Blütenstaub löst unerträgliche Allergien aus. Die Frau war nur am Motzen, oder? Ja, ja. Unfassbar. Die Schatten Henrys und seiner Vorfahren spuken im Herrenhaus umher. Das Haus gehört jetzt mir und ich versuche es repräsentabel zu gestalten. Das wird William nicht gefallen, aber sei es drum. Er muss lernen, dass die Macht, die Dinge zu verändern, erst verdient werden muss. Ich bin immer noch seine Mutter. Er scheint nicht zu verstehen, was es bedeutete, ein Bostoner Brahmane zu sein. Ich habe das auch erst begriffen, als ich im Wörterbuch nachgeguckt hatte, als ich älter wurde. Ich habe mich bemüht, die besten Worte zu finden, deren Bedeutung ich heute auskoste, und ihm nahezubringen, welchen Beitrag sein Vorfahr John Venter, der 1710 nach Boston kam, zum Aufbau der Stadt leistete. Wahrscheinlich so die Urbostoner, so einer von der ursprünglichen Siedlergruppe. Ja. Es ruht eine Pflicht auf den Schultern der protestantischen Elite von Neuengland. Oder Brahmanen sind auch vielleicht so besonders religiöse Leute, so einer von diesen Sekten. Ich schloss mit folgenden Worten ab. Wir sind die Vergangenheit und die Zukunft dieser Stadt, William. Er zuckte nur die Achseln und ging Klavier spielen. In diesem Kind steckt eindeutig zu viel von seinem Vater. Ja, ich hoffe nicht. Nee. So. Noch eine fiese Kamera. Also da sind zwei Dienstmädchen oder drei sogar, eine halbe noch. Da ist das Haus von außen, meine einzige Familie nach Vaters Tod, ihre Stimmen, ihre Schritte, ihr Leben. Ich vermisse sie. Okay, 1912, also vor 25 Jahren ungefähr, ist offensichtlich der Vater des Hauses gestorben. Und nachdem... Und dann hat die Mutter. Ja, und dann die Mutter. Und jetzt wohnen dann nur noch die Familie jetzt hier, die jungen Leute sozusagen. Oh, was haben wir hier? William. Jetzt lesen wir was von William. Und er hat offensichtlich mit Schreibmaschine geschrieben. Ich habe schon viele Bars besucht, doch das Smoke and Mirrors ist wie auf mich zugeschnitten. Die Leute dort sind still, beinahe melancholisch. Sie halten inne im Strudel ihres Zigarettenrauchs. Wie verurteilte, verzweifelte Opfer, die von der Krise in die Dunkelheit getrieben wurden. Obschon die Bar ein eleganter Ort ist, schreckt sie das nicht ab. Sie respektieren ihr Recht auf Vergessenheit. Respektieren doch. An diesem Ort können sie verschwinden. Ich suchte mir eine Ecke aus der ich das Kommen und Gehen beobachten konnte, bis ich in den Abgrund meines Whiskys fiel. Der William, der ist aber jetzt auch schon etwas älter, oder? Also. Na, 32, oder? War das nicht 32? Aber das ist ja nicht der William, das ist ja der Ältere, ist ja der Vater, oder? Ach so, ja. Da war der William ja noch ein Kind davor. Also mittlerweile ist der William wahrscheinlich älter. Die Band nimmt mich jedes Mal wieder gefangen. Erstklassige Musiker, ihre Musik ist wie eine von der Zeit gedehnte Träne. Langsamer Jazz, ruhig und reserviert. Die Musik ihrer Zeit, die Musik all jener, die am Wegrand liegen. Jemand hat von einer neuen Sängerin erzählt, die unter Vertrag genommen wurde. Ich denke nicht, dass die Band das nötig hat, aber wir werden sehen. Aha. Da hat er sie kennengelernt wahrscheinlich. Ja. Da gehe ich natürlich jetzt noch nicht rein. Wir wollen ja erstmal speichern. Da war kaum noch etwas Menschliches im Blick dieses Mannes. Warum auch immer das jetzt wichtig ist. Das Porträt einer Frau wurde mit einem Messer zerschnitten. Ein Hafen, leere Boote auf dem Wasser. Na, wahrscheinlich der Hafen von Boston. Okay, dann speichere ich jetzt erstmal. Ja, du musst dich aber beeilen. Ja, ja, ja. Ich muss ja nur einen Schritt machen. So.
Oh, und erstmal in einen dieser gemütlichen Ledersessel. Ja. Erholungssessel. Ja, mit dem Sonnensymbol drauf. Gut, dass es da drauf Wundervoll. ist. Ja, sonst wüssten wir nicht, dass es da schön ist. Speichern. Kann ich mich noch zweimal in dem Raum umschauen, weil hier passiert nichts Schlimmes. Ja. Ich will nicht weiterspielen. Dann muss ich, weil ich weitergehe, dann passieren bestimmt schlimme Sachen. Na, du kannst ja auch so durch welche Tür du jetzt läufst. Ja, mein Gott, no risk, no fun. Ich gehe jetzt in den Keller. Oh Gott. Nein, ich gehe jetzt Sag hier. sowas nicht. Wir wollen nicht in den Keller. Ah! Ah! Da gehe ich nicht lang. Nein, da gehe ich nicht lang. Ja. I tried not to think about it. Only a madman can think mad things. Ach, das ist die Tür. Guck, da kommen wir her. Also quasi her. Das ist jetzt im Essensraum hier, oder? Nee. Ach so, nächste. Ich dachte. Nee. Es gibt hier einen Lichtschalter. Ich gucke erstmal. Nee. Das ist die, da hinten ist der Essensraum, wenn du jetzt da durchgehst. Nee. Hä? Wie zur fucking Hölle. Also, wir sind Nee, doch das ist. hier. Ach, genau, das, wir sind ja auch nicht beim Essensraum, Entschuldige. Ja. Das ist richtig, genau, Wir sind ja. hier reingegangen, ne? Ja. Vorhin? Die Bibliothek war ja abgeschlossen. Ja. Wir sind Genau. hier reingegangen und dann, ja, okay, dann gehen wir jetzt einfach hier rum. Oh Mann. Oh Mann. Das sollte Genau, ich und vielleicht da hier hatten machen. wir keinen Lichtschalter gefunden, ne? Also ich zumindest nicht. Da hattest du keinen Lichtschalter gefunden, aber Aber einen durch, ah, das Stöckel andere ist schon. ja vermutlich noch da, weil ich. Bild einer kopflosen Frau an die Wand hängen, ja, okay. Hier wurden wir ja auch erwischt vorhin, ne? Genau. So, den Das Stöckelschuh heißt, habe ich schon untersucht, aber ich kann es aber halt nochmal alles machen. andere musst du nochmal untersuchen, weil wir haben ja nicht gespeichert. Wir sind ja Ja. gestorben. Henry, genau. Henry war der Ja. Mann. Da ist sie nämlich Da wieder. gehen wir nicht hin. Da gehen wir einfach nicht hin. Nee, auf keinen Fall. Da ist jemand im Aber Weg die dahin. Kamera kannst du trotzdem noch mitnehmen, oder? Ich dachte, Auf dem das ist, wenn Stuhl. ich die Kamera. Ich habe ja eben die Kamera auch schon angewählt. Ach so. Nee. Aber Jetzt okay. hast du es angewählt. Ja, Genau, okay, das können das wir war das mit schon. der. Genau, William mit 6 Jahren hat ja schon seinen Tagträumen gefrönt. Dieser Ja. verrückte Junge. Schrecklich. Wie kann man denn mit 6 Jahren Das Tagträume kann ich führen? auch nicht nachvollziehen. Ich finde, da Nee. sollte man auf dem Feld stehen und arbeiten für Ja. seinen Lebensunterhalt. Genau, willst du da nicht noch das auf deiner Seite das Buch mitnehmen? Okay. Ich mag diesen Raum nicht, weißt Ja, dann. du. Nicht vergessen, Mutters Schatten. Mutters Schatten werden niemals verschwinden, das verstehe ich jetzt. Sie Geister zu nennen wäre jedoch zu ehrenhaft. Sie sind Abschaum, die an der Dunkelheit kleben wie Fliegen am Mist. Solange ich lebe, werden sie niemals verschwinden. Okay, wir müssen William töten, die Sache ist geritzt. Oder war es Henry, der es geschrieben hat? Ist die Frage, ob es die Mutter von Henry ist oder ob Hm. es die, Da ob liegt noch was. William das. Und das ist das gute alte Boston, Heimat von Bohnen und Kabeljau, wo die Lowells nur mit den Cabots reden und die Cabots nur noch mit Gott. Ein Toast of Boston von John Collins Bosse, die Hymne der Bostoner Brahmanen. Okay, das ist eine sehr freundliche Gesellschaft Ja. gewesen. Was ist hier für eine Tür? Ach, da kamen Da wir kam, da jetzt. kommst du Okay, rein, genau. ja. Okay, dann Speichere doch nochmal. soll ich Du nochmal willst es doch. speichern? Ich will's, ich will's, ich will's. Hier ist ein Speicherpunkt, ne? Genau. Jetzt rechts. Weiter vorne im Bild und rechts. Noch weiter? Ach doch. Oh. Mann, diese Kameraperspektiven. Das macht mich fertig, ey. Hallo, setz dich. Setzen Sie sich. Puh. Ja, Pause.
Päuschen. Ein bisschen knapp, aber ich meine, das macht jetzt auch nichts mal. Ja, naja. Sekunden weniger und wir haben jetzt gerade einen Speicherpunkt und. Das Schöne an dem Spiel ist, bisher müssen wir nicht so viel resümieren, weil es relativ klar die Situation ist. Ne? Ja. Es ist eine abgeranzte Familie von ehemaligen reichen Bostoner Fabrikbesitzern oder so. Ja. Und wer noch lebt, ist die blinde, hochreligiöse Mutter, die ständig nur nervt. Der Vater, der verträumt und klaviermäßig unterwegs ist und Musiker und so. Und ja. Der Sohn, der Tagträume hat. Und sich dann irgendwann im gewissen Alter in Whisky und so auslebt, in Bars. Und dann eine junge Sängerin kennengelernt hat. Ja. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Genau. Macht's gut. Tschüss.